Also, Motor an. Dann kannst du los, also kurz raus. Eigentlich hier ist nicht der Verkehrsbereich. Nee, aber da hinten hängt irgendwo eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10. Wenn ich da richtig geguckt habe, dann weiß ich da ja sowieso, niemand dran hält. Außer ich. Okay, der scheint nicht rüber zu wollen. Nee, warte. Ich versuche heute mal nicht so viel zu sagen. Also, du kämpfst dich einfach durch. Heute Morgen hätte man die Kamera haben sollen. Hat mir schon einer versucht, einen. Oh, das ist ja nett. Das ist ja nett, noch schnell vorbeigefahren. Heute Morgen hat schon einer versucht, einen Frontalunfall mit uns zu üben. Ein Fahrschüler oder? Nee, nee, das ist ein Radfahrer praktisch auf der Straße gefahren, auf der Landstraße. Da ist einer gekommen und hat, obwohl wir entgegengekommen sind, den Radfahrer halt einfach mal ganz lässig überholt. Es gibt halt passende Momente und unpassende Momente. Muss man nicht so eine Dings haben? Wie heißt das? Was? Ne? So ein Licht oben, Bremslicht. Ja, das ist halt ein älteres Auto. Das ist ja. Da ist also schon H drauf auf dem Kennzeichen und H bedeutet historisch, dann ist der also älter wie 30 Jahre. Ja. Dann ist auch egal, was du für den. Ne, dann brauchst du gar nicht so eine grüne Marke oder so. Oldtimer dürfen auf jeden Fall. Ja, also die dürfen normalerweise reinfahren. Deswegen, sonst wäre es ja blöd. Das haben sie Angst gehabt, diese ganzen Oldtimer-Fahrer, dass sie dann nicht mehr zu so Oldtimer-Ausfahrten gehen können. Das wäre ja schrecklich.
Ja, finde ich auch, das ist echt schlimm. Wenn keine Autofahrer mehr in der Stadt rumfahren würden. Denkst du ein bisschen dran, dass man ja, sobald du nicht an dem vorbeisiehst, ein bisschen wegbleibst? Also der Abstand überhaupt gilt ja immer nur bei optimalen Bedingungen. Und das heißt, wenn so ein größeres Ding vor dir herfährt, hast du eigentlich keine optimalen Bedingungen mehr und musst ein bisschen wegbleiben. Und versuch schön die Kupplung, also schön mit der Kupplung zu arbeiten, nicht so krachen zu lassen. Da fahren wir die nächste rechts weiter. So, dann wollen wir die nächste rechts weiterfahren. Aber du musst deutlich in den Spiegel schauen, bevor du den Blinker setzt. Deutlich in den Innenspiegel und auch hier deutlich in den Außenspiegel. Haben wir gesagt, wollen wir heute ein bisschen mehr darauf achten, dass es mit dem Spiegel schauen besser klappt. Und jetzt gleich links runterschauen. Guck mal, die fahren alle. Also theoretisch kann niemand kommen. Trotzdem nochmal gucken. Und nochmal dann gleich nach links hier, weil wir ja nicht zum Einkaufen wollen. Zum Saturn braucht man nicht, weil heute ist ja. Ah, wäre es da eigentlich nicht netter, den rauszulassen, wenn er schon so komisch hingefahren ist? Also bloß nochmal als Tipp, so partnerschaftlich und so. Ja. Wäre wohl gegangen. Heute ist ja Amazon Prime Day, oder wie heißt das? Also das Teil, das du halt bis zu 70% ermäßigen im Internet. Also alle, die den Film irgendwann schauen, müssen sich ärgern, wenn sie nicht heute bei Amazon eingekauft haben. Bei dem Film? Ah, den im Internet dann von dieser Fahrstunde. Da ist nämlich der Amazon Prime-Tag ja schon vorbei. Ja. Umgelaufen. Ja. Oh, da. Deine Wackel-Fahrradfahrerin. Soll ich hinten bleiben? Du musst das entscheiden. Du darfst 40 fahren, die fährt 30, hast du genug Platz nach vorne, um die vor dieser Kreuzung zu überholen? Wenn nicht, dann würde ich einfach entspannt hinter ihr bleiben. Und wir fahren mal die nächste nach rechts. So, das ist gerade noch so gemerkt, also, oder vielmehr, du warst eigentlich zu weit rechts ja auf diesem Radweg und bist dann jetzt zum Glück noch links rüber, weil du darfst ja auch, oder ist ja kein Radweg, das heißt ja Schutzstreifen für Radfahrer, du darfst ja nicht drauf fahren, sondern nur wenn du den benötigst, wenn dir Gegenverkehr entgegenkommt. Und auch beim Anhalten musst du gucken, dass du wegkommst, weil die Tübinger Radfahrer, die schimpfen dann nämlich sofort, wenn du da drauf stehst. Die klopfen auch mal gegen das Auto, wenn es sein muss. Ernsthaft? Ja. So, guck richtig jetzt auch, sehe, dass kein Radfahrer kommt. Und dann geht es hier rein in die Innenstadt und dann haben wir unseren beliebten, verkehrsberuhigten Bereich hier.
gar nicht gesehen. Das ist natürlich nicht gut. So, da musst du natürlich ein bisschen aufpassen, gell? Wenn nicht, dann bleibst du halt hinter denen, wenn du nicht gut vorbeikommst. Und wenn ich mal richtig reich werde, dann kaufe ich mir noch eine Kamera nach hinten raus, weil das immer ganz interessant ist natürlich, wenn man so im verkehrsberuhigten Bereich richtig fährt, wie man fahren muss, also Schrittgeschwindigkeit, dann hat man sofort ein Auto ganz dicht hinter sich kleben, der dann gleich so richtig wild guckt und so und eigentlich schneller fahren möchte. Ich möchte ehrlich gesagt auch schneller fahren. Ja, du kannst schon an den vorbei. Heizen hier jetzt doch. Aber richtig. Scheiße. So, dann fahren wir jetzt hier. Logischerweise rechts weiter. Das ist doch cool, oder? Wenn man gar nicht herguckt, sondern einfach so läuft. Und du hast jetzt hoffentlich das Schild gesehen vor lauter Fußgänger. Weil jetzt darfst du wieder 30 fahren. Oh. Also hier war Ende vom Verkehrsprojektbereich und 30. Nee, habe ich ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Also du musst aufpassen, du darfst dich nicht von einem ablenken lassen, also jetzt von dem Fußgänger, auch wenn der so komisch herläuft. Du musst trotzdem nur so ein bisschen den Überblick bewahren. Wir fahren dann jetzt mal da vorne die nächste links weiter. Sollen hier wieder die Augen auf beim Reinfahren? Also wieder so ein Schild oben dran, dieses blaue. So, wir fahren dann die nächste rechts weiter. Der hat auch nicht geguckt, der ist aber einfach rübergefahren. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es wenige zügige Fahrradfahren gibt, die da wirklich drauf gucken. Das ist erschreckend, wenn man das eigentlich so ein bisschen guckt. Dann für immer noch Verkehrsberuhigungsbereich, kein Gas, gell? Das ist ja aus. Der geht nicht aus. Jetzt gehen wir die nächste rechts weiter. So, da muss ich jetzt halt ein bisschen aufpassen, auch wieder mit Radfahrern, die hier aus dem Tunnel rauskommen. Dann Fußgängerüberweg hier gucken, schöne enge Kurve. Und wir gehen hier jetzt dann gleich rechts weiter. Genau. Und auch vergesst nicht zu gucken, gell? Also hier noch sich mal in den Spiegel zu gucken, wenn Radfahren, sondern immer wenn du langsam bist, ist einfach die Gefahr, dass die Radfahrer an dir vorbeifahren. Und zwar rechts und links. Also die kennen da so ziemlich gar nichts. Ich finde es halt gefährlich. Ich weiß nicht, dass manche Radfahrer da echt nichts denken. Also ich finde es immer gefährlich, einfach rechts irgendwann im Auto vorbeizudrücken. Wenn der nicht guckt, der fährt dich ja einfach über den Haufen. Ja, ist ja schön. Rechts vor links. So, wir gehen dann geradeaus weiter. Ah, es ist hier was neu. Rad und Tat Fahrradladen. Ich habe mir gerade mein neuestes Fahrradzubehör gekauft. Was ist das denn? Hängt mir das unten? Bike Balls. Wofür? Voll geil, das hängst du einfach hinten ins Rad und dann fahren wir die so. Ja. The world's most overconfident bike light. Ach, ja.
So, und jetzt können wir mal was richtig schön schwer machen. Hier, das hätte man jetzt natürlich auch elegant machen können, gell? Man hätte elegant um den rumfahren können, weil der ja den Blinker, in dem Moment, in dem er den Blinker gesetzt hat, hätte man das machen können. So, machen wir mal was Schwieriges, leichte Sachen, das langweilt uns. Deswegen fahren wir da oben in der Kurve mal links weiter. So, das heißt, du musst dich also so ein bisschen zur Mitte hin einordnen und sicher, dass die nicht fahren können, weil da rot ist. Das heißt, du musst vorgehen, musst hier ein bisschen in der Mitte bleiben, ein bisschen weiter vor, so dass die anderen aber noch an dir vorbeifahren können. Ein bisschen mehr nach rechts, ein bisschen mehr nach rechts, du darfst die nicht, und jetzt bleibst du so stehen. Genau, und stehen. Und auf die Bremse, dass das Auto halt eingeschaltet ist. Dann schauen wir mal, ob dich jemand lässt. Blinken auch alle nicht, gell? Ah, da blinkt jemand. So, und jetzt. Hey, sehr schön. Jetzt noch, wenn ihr so ein kleines bisschen schöner schaltet, das wäre auch. Also denkt dran, nicht unter Last schalten. Das heißt, praktisch nicht die Kupplung drücken, während du noch auf dem Gas bist, sondern es gibt immer diese Kracher, dass das so abschneidet. Und deswegen immer weg vom Gas, einfach kurz warten und dann die Kupplung, und das ist viel angenehmer. Und lass dir ruhig Zeit beim Schalten, du musst keine Schaltrekorde aufstellen. Gehen wir die nächste rechts weiter. Ja. Ja. Erste Gang. Also das kann nur der erste Gang sein hier. Und denk dran, du sollst ja auch gucken jetzt. Also nicht praktisch so schnell hinfahren und rum, sondern du musst in den Spiegel gucken, du musst, wenn du langsam bist, dann noch deinen Schulterblick machen hier, wenn du rumfährst. Also wir gehen rechts weiter. An den Sachen wollen wir jetzt ein bisschen arbeiten. Jetzt wollen wir ja die Sache so ein bisschen perfektionieren. So, jetzt fragen sich wieder alle, hat er geblinkt oder hat man nur das Geräusch nicht gehört? Nein, er hat nicht geblinkt. Wenn du natürlich so rechts bist und du rausfährst, so, da musst du schon den Blinker links setzen. Und vor allem, viel wichtiger, schauen, schauen, schauen. So, wir gehen links weiter. Also Innenspiegel, Blinker links und schön langsam rum. Genau, sehr schön, im ersten Gang und einfach vorrollen und dann ganz lässig rechts und links schauen. Falsch. Also guck schnell rechts und links, also nicht so lange in eine Richtung gucken, sondern immer beide Seiten beobachten. Wenn du vielleicht noch ein kleines Stückchen weiter vorgehst, dann siehst du sogar noch ein bisschen das nach links und vielleicht kannst du auch gleich raus. Yep, sehr schön. Gleich schalten. Nicht so lange im ersten Gang fahren. Und genau, lass dir Zeit beim Schalten. Genau so. Und wir möchten dann da vorne jetzt geradeaus weiterfahren. Okay, aber richtig, guck ein bisschen mehr rechts und links. Also du musst da ein bisschen mehr den Kopf drehen, dass man auch echt sieht, dass du guckst. Weil so sieht es aus, wie wenn du praktisch einfach so Augen zu und tot machen würdest. Wir gehen die nächste links weiter und auch wieder dran denken. Innenspiegel, den Blinker setzen und beim Rüberfahren einen sehr eleganten Spiegelblick. Boah, das ist doch schön. So Radfahrer mit Tüten und Eimer am Ding. Der will auch links, soll es aussehen. Okay, Ja, so eine Mischung. Ja. Also nicht rechts, aber auch nicht links.
den Berg hoch dran denken, dass du richtig schön das Gas hochdrehst, fast bis 50, bevor du dann schaltest. Also richtig schön hochdrehen, genau. Dann verlierst du den ganzen Schwung und kommst nicht richtig hoch. Also es geht gerade noch, aber es ist so grenzwertig, also da darf kein Prüfer mit 180 Kilogramm drin sitzen. Gibt es da nicht? Weiß ich nicht. So, gehen wir rechts weiter. Und auch hier ein bisschen mehr mit dem Außenspiegel arbeiten. Dann aufpassen, beim Abbiegen musst du die Fußgänger... Musst du die Fußgänger... Das ist einfach eine blöde Regel, gell? Also weil hier ist das auch ziemlich undurchsichtig alles und deswegen verstehe ich nicht, warum man nicht einfach dann einen Fußgängerüberweg hinmacht oder sowas. Beim Abbiegen, das ist dieses, wenn du abbiegst, musst du entgegenkommende Linksabbieger durchfahren lassen und Fußgänger und Radfahrer, die in gleiche Richtung gehen, durchlassen. Und was da halt irritiert hat, war diese komische Verkehrsinsel oder dieser komische Bordstein, der da drauf war. Ich dachte, da darf man nicht mal drauf als Fußgänger. Ja, aber was willst du machen, wenn die laufen? Weißt du, könntest ja nicht dann einfach fahren. Und natürlich ist das jetzt so, 95 oder eigentlich 100% aller Autofahrer fahren da durch und die juckt es nicht. Das merke ich mir, wenn ich abbiege. Immer wenn du abbiegst, musst du Fußgänger rüberlassen. Du musst hier ein bisschen aufpassen, nicht so dicht an die Autos ran und guck mal, vor allem wenn niemand entgegenkommt, gibt es keinen Grund, so dicht an den Autos zu fahren. Das heißt, normalerweise ein Meter von festen Hindernissen weg sein. Und es gibt ja in diesem tollen Fahrschulfilm noch diese geöffnete Autotür, dass man praktisch immer so eine geöffnete Autotür wegbleiben soll von den Autos. So, wir fahren natürlich geradeaus weiter und das heißt, du musst jetzt ganz elegant schon so langsam nach links rüber gehen. Und natürlich wieder im Spiegel beobachten, dass niemand kommt. Dann gehen wir schön locker weiter. Hier sind dann auch 50. Ein bisschen aufpassen wieder. Ich bin aber ein bisschen panisch, dass da jemand rauskommt. Ja, das ist ja das, wenn so Autos so dicht stehen und so. Ich weiß, ich fahre da auch nicht ganz so. Ist einfach schnell vorbei. So, wir gehen geradeaus weiter. Das ist der linke Fahrstreifen. Geh mal ein kleines Stückchen vor. So, das ist eine ziemlich blöde Ampel, weil die ziemlich schnell wieder umschaltet. Und das ist immer schwierig, da dann drauf zuzufahren, hinter anderen Autos her, weil du nicht so richtig weißt, wie die sich verhalten dann, gell? So. Das
Das heißt, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dann nicht zu dicht und zu schnell hinter den Autos herfahren, weil du nicht weißt, was die dann machen. Also, vor allem auch, kommt es immer darauf an, wie lange die brauchen, wie sie losfahren. Das ging jetzt wieder rasend schnell, zack, zack. Das kommt darauf an, wie schnell die vorne wegfahren. Und wichtig ist natürlich, du musst praktisch beides beobachten. Du musst die vor dir beobachten und du musst ein Auge auf die Ampel haben. Das ist immer eine große Gefahr an der Prüfung, dass Fahrschüler den Autos hinterherfahren und vergessen dann noch auf die Ampel zu schauen. Und dann, wenn es dumm läuft, so richtig schön bei Rot drüber fahren wollen. Jetzt haben wir ein nächstes Problem. Diese sportliche Radfahrerin mit jetzt. Mit einem E-Bike. Das ist okay. Okay, die wird dann losheizen. Hat die da eine Fernbedienung rechts? Na, links, ja. Diese Fernbedienung. Oder sogar steuert sie ihr Handy mit Tempomat. Geh los, ne? Die ist schon einiges schneller wie du. Eigentlich so ein Attest irgendwie. Muss ich jetzt blinken? Genau, dass du Blinker befreit bist vom Arzt. Also du brauchst nicht blinken heute. Ja. Warum beim Arzt? Genau. Ne, du musst da echt drauf aufpassen. Also du musst natürlich schon blinken. Und hier steht es ja extra immer dabei bei diesem vorgeschriebenen Fahrtrichtung links. Man muss Fahrtrichtungszeiger setzen. Und hier jetzt auch immer dran denken, nochmal zur Wiederholung. Schöne große Kurve. Rüberziehen. Ja, und ruhig einen zweiten gehen. Genau. So, nicht so schnell. Weil vor allem auch wenn die Ampel rot ist. Jetzt hast du so viel Gas gegeben mit der Bilde. Jetzt musst du voll runterbremsen. Wenn du ein bisschen locker rangefahren wärst, hätte ich eventuell sogar weiterfahren können. Ein bisschen früher vom ersten in den zweiten schalten, nicht so losheizen. So, dann fahren wir die nächste links weiter. Du musst aber rüber, gell? Also nicht so, nicht so lang warten. Und links haben wir ja gesagt. Und deutlicher den Seitenblick machen beim Rüberfahren. Gell? Also und da war es jetzt auch ein bisschen, da hast du gleich wieder, wo ich zu dir gesagt habe, nächste links, hast du erstmal Panik geschoben. Und dann so Ding, du musst einfach ganz direkt ganz normal weiterfahren. Einfach im Spiegel beobachten, was macht der hinter mir. Dann hat man ja eigentlich gesehen, wenn du darfst halt deine Geschwindigkeit nicht verändern. Du musst mit der gleichen Geschwindigkeit weiterfahren. Und dann hast du ja gesehen, dass der auch im gleichen Abstand geblieben ist. Also perfekt. Und dann kannst du rüberfahren. Du darfst halt auch nicht zu lang warten dann.
Ja, sonst kann es sein, die werden auch wieder schneller. Weil das machen auch manche, wenn die sehen, oh Gott, Fahrschule will wechseln, ich will keine Fahrschule vor mir, dann geben die erstmal Gas. Komm, schön Gas, auf geht's, Gas, schalten, auf geht's. Grüner Pfeil heißt ja, du kannst fahren. So, wir gehen die nächste links. Nicht immer stöhnen, wenn du losfährst, gell, das ist so. Oh, schon wieder. Sehr handliche Straße hier, sehr eng. Also da passen zwei Autos gerade zueinander vorbei. Rechts. Rechts oder links? Wir fahren rechts weiter. Wechseln wir den linken Fahrstreifen. Bisschen besser, also ich sehe irgendwie nie den Seitenblick. Du musst kurz, ja, nicht in den Spiegel. Seitenblick heißt, du musst in den toten Winkel neben dich schauen. Das ist ganz wichtig, wenn du einen Fahrstreifenwechsel machst. Wenn du gerade hier mit 40 fährst, kann es echt sein, dass dann einfach jemand genau neben dir herfährt und du den überhaupt nicht siehst. Und deswegen ist es beim Fahrstreifenwechsel immer wichtig, diesen erst in den Spiegel zu schauen und dann noch diesen Seitenblick zusätzlich zu machen. Wir gehen die nächste links weiter jetzt. So, und jetzt musst du entscheiden, reicht dir das vor den Mädels oder bleib stehen, genau. Wollen gar nicht. Also dann guck aber auch nach hinten nochmal, also dass da alles, dass du richtig abgesichert hast. Okay, er ja, sag unbedingt an den Prüfer, er hat gewunken. Wir gehen links weiter. Ja, gut, das hat sich. Ja, okay, das war aber trotzdem von dir fast wieder so ein bisschen schnell. Gell? Also du musst in diesen Straßen, das ist ja das Blöde. Eigentlich musst du mit nichts rechnen, aber es können ja immer
Fahrradfahrer entgegen der Einbahnstraße fahren und so, und dann musst du die auch ganz normal rechts vor links drüber lassen. Der hat jetzt gewartet und dann ist auf einmal später losgefahren, gell? Und du musst ja, du warst ja Linksabbieger, also hättest du den natürlich durchfahren lassen müssen. Ja, aber der ist doch nicht gefahren. Ja, aber der weiß auch nicht, warum der so spät losgefahren ist. Fahr mal links weiter. Das sind ja genau diese dummen Situationen. Du fährst los, auf einmal fährt der auch los. Und unbedingt hier reicht ein Spiegelblick, weil da kann ja eigentlich niemand von hinten kommen. Also heute haben wir praktisch diese zwei Besonderheiten gehabt. Jetzt ja schon. Wenn du abbiegst, musst du natürlich entgegenkommende Fahrzeuge durchlassen, das war gerade eben. Und Fußgänger durchlassen. Das ist das Wichtige bei dem beim Abbiegen, wenn sowas passiert. Und da kann es manchmal einfach zu blöden Situationen kommen. So, du hast Vorfahrt, also hier kannst du fahren, da hast du eine Ampel. Das Schild, das ist auch witzig, das gilt nur, wenn die Ampel ausgeschaltet ist. So, wechseln wir mal nach rechts auf den rechten Fahrstreifen. So, und dann gehen wir die nächste rechts weiter. Und du musst ein bisschen mehr in die Spiegel schauen. So, dann gehen wir rechts weiter. Und wir gehen die nächste links weiter. Machen wir mal so eine originale kleine Prüfungssache, die ein Prüfer hier gemacht hat, also das ist genau diese Strecke gefahren. Ja, also hier ist gut, hier lohnt es sich nicht im zweiten zu schalten. So, hier, das habe ich mir doch gedacht, dass das hier eine Einfahrtsstraße ist runter, da ist verbucht der Dorf, weil uns ist ja gerade ein Auto entgegengekommen. Oder kann man da aus dem Parkplatz rausfahren? Das ist echt ein bisschen komisch. Ja, hier kann der auch mal entgegenkommen, oder? Nein, das wäre eine Einbahnstraße, ja. Weil du hast gefragt, wohin. Und da brauchst du eigentlich gar nicht fragen, ja. Weil wir hatten das Zeichen vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts und vorne war ja groß gestanden, Einbahnstraße. Ja, da kann man noch gleich im Internet gucken nach dem Lied Tübingen, du bist so hügelig. Tübingen, warum bist du so hügelig? Schon 30. Weiß ich nicht, du bist der Fahrer. So, wir fahren dann die nächste links weiter. Und mehr Spiegel, also das gefällt mir irgendwie noch gar nicht. Mit dem Spiegel, da bist du nicht so. Du musst, wenn du links, sobald du abbiegst und sagst, musst du vorher unbedingt den Spiegel. Auch jetzt wieder in den Spiegel gucken und dann schön rüber. Und hier muss sogar, würde ich sogar sagen, eher einen Schulterblick auch noch, weil hier dieser komische Fußgänger überweg ist, dass du gucken kannst, dass kein Fußgänger von unten kommt. So, dann
fahren wir hier rein ins Wohngebiet. Wie immer im Wohngebiet war ich gleich begrüßt von rechts vor links. Und Blinker antippen. Jetzt hast du ihn doch schon in der Hand, aber tippst du nicht an. Ich habe kurz überlegt. Nicht überlegen, das ist falsch, was du machen kannst beim Autofahren. Nicht viel denken, sondern einfach machen. Immer das Falsche machen. Autofahren ist nichts für Denker. Autofahren kann jeder. So, auch hier wieder, was? Guck, voll raus, also einfach den Blinker kurz antippen. Und wichtiger, eigentlich viel wichtiger, ein Spiegel. Schau, schau, so, schau. Dann hat der Prüfer gesagt, so, Herr S. Punkt, dann suchen Sie sich doch mal eine Stelle zum Umkehren. Ja, das bietet sich hier an. Aber ankündigen ist wichtig, gell? Und den Blinker drin lassen, nicht nur antippen. So, dann auch richtig gucken, dass niemand kommt. Genau, und dann kannst du hier einfach ganz lässig kurz drauf fahren. Eine ganz einfache Sache. Ja, sehr schön. Ja, würde ich einfach. Ja, genau. Wieder, bevor du da lang drüber nachdenkst, mach einfach den Blinker an und zack, ist die Sache erledigt. So, und dann wäre die Grundfahrübung umkehren erledigt sozusagen. Kannst du mal schalten. Kannst du mal weiter. Nicht so schnell, also 130 fahren, muss man aufpassen. So, dann gehen wir da unten rechts weiter. Wir werden aufpassen, ja, und da haben wir sogar einen Fußgänger. Einfach rollen lassen. Der dritte Gang. Normalerweise ist ja 30 dritter Gang, aber hier lässt den zweiten Gang drin, weil wir versuchen so ein bisschen wenigstens die Bremswirkung von dem Motor auszunutzen, damit du nicht zu schnell marschierst. Und du siehst ja, obwohl der zweite Gang drin ist, musst du praktisch trotzdem die ganze Zeit immer wieder bremsen. So, jetzt kommt der schöne Wechsel von rechts dann nach links. Das haben sie sich sehr schön ausgedacht hier. War früher auch mal richtig schön auf dem Boden aufgemalt, ist aber jetzt etwas verbleicht, verblichen. Was sagt man da, verblichen? Wir haben hier also wieder praktisch Parkplätze plus Radweg. Du darfst mal einfach links fahren. Oh, Polizeihubschrauber, was ist da oben? Steht da? Ich beobachte. Was haben wir? Ausbrecher. So, wir gehen da unten natürlich rechts weiter, da ist nicht anders geht. Das hat nicht gereicht. Geil, das war eigentlich. Na, das ist sehr knapp. Nee, also das hat nicht mehr gereicht. Auf keinen Fall, du kannst ja nicht schneller werden. Das ist ja das Problem. Ey. Du musst ja mit 30 drauf zufahren.
Und du kannst ja dann nicht noch Gas geben vorher. So, wir fahren dann die nächste links. Also wieder in die rosa Bogen auf die linke Seite und dann da vorne links weiter. Ne, schön schalten. Dann jetzt links oder ganz links natürlich. Ein bisschen früher vom ersten in den zweiten Schalten. So, schon wieder hier. Die ganze Zeit sind wir hier. Wie lange machen wir jetzt heute? Bis um 4. Ah, bis um 5. Das heißt, wir müssen jetzt direkt zum Bahnhof. Immer so, das ist ja so, dieses 15 Minuten Zeit, eigentlich ja locker, müsste das ja locker reichen, aber mit dem Verkehr wird es ein bisschen schwierig und ich will jetzt diese Mega-Abkürzung fahren und diese Schleichwege. Ich hab geblinkt. Ja, ich sag jetzt. Immer wenn nichts gesagt wird, geht's geradeaus. Ja, immer aufpassen, wenn da vorne jemand blinkt. Dann fährt er bestimmt hier rein, wird langsam, hält sogar an meistens oder irgendwas dann. Das heißt, da kannst du dich dann gleich drauf einstellen. Ja, aber du musst das halt ein bisschen lockerer machen. Wir fahren uns einfach langsam, ein bisschen langsamer raus, nicht so rausschnappen lassen. Auch wichtig ist immer weg vom Gas, bevor du die Kupplung drückst. Also ganz weg und dann einfach in Ruhe schalten. Du lass dir einfach ein bisschen Zeit. Vor allem so dritter, vierter Gang, das sind Gänge, die kann man lang schalten und dann überhaupt nichts. Schön wäre es ja, wenn man gar nichts merken muss. Also weder vom Bremsen schalten, Gas geben. Das ist so, wir gehen die nächste rechts weiter. Den Blinker drin, du kriegst auch nicht, ich werde jetzt schon runterschalten. Du hast einfach einen dritten, ganz lässig, Kupplung raus und nicht bremsen, einfach durch. Hier ist ganz lässig, Formel 1 mäßig durch. Lässig, Formel 1 mäßig. Ganz lässig, genau.
So, wir gehen. Geh mal geradeaus, weil das heißt, du gehst nach links. Aber links an den vorbei, Blinker links, komm, zack. Schön nach vorne lösen. Die Zeit läuft, bin ich mal gespannt, ob man das noch schafft bis zum Bahnhof. Also jetzt da rein. Ja, genau, da rein. So, dann gehen wir die nächste da vorne rechts weiter. Immer deutlich in den Spiegel schauen, Blinker setzen. Jetzt nochmal mit dem Außenspiegel arbeiten, dann auch nicht vergessen runterzuschalten, nochmal dann schön in den Spiegel schauen und dann schön rum. So, ein bisschen schöner rumfahren, nicht so ruckelruckel. Wir gehen dann geradeaus weiter. Und hier wird auch schon ein paar Mal immer gefragt, warum man hier nicht rechts fährt. Wenn man das Schild genau anguckt, vorgeschriebene Fahrtrichtung, nur für LKWs über 7,5 Tonnen. Also wir dürfen natürlich geradeaus weiterfahren, wir wiegen auch nicht mehr wie 12 Tonnen. Ja, ganz schön Gas und locker schalten. Nee, das ist genau gleich wie praktisch beim Ding. Der läuft halt immer dann mit der Geschwindigkeit weiter. Bloß es kann halt sein, wenn es ein bisschen im Berg hoch geht oder so, dann packt er das nicht mehr. Und dann kann es sein, der bleibt halt irgendwann echt stehen und murkst dann sozusagen auch ab. Wir gehen dann da vorne jetzt rechts weiter. Da habe ich sogar Vorfahren. Ja, trotzdem gucken, trotzdem ein bisschen aufpassen. Da man da immer nicht so ganz überzeugt sein kann, ob wirklich alle das ganz genau so wissen. Genau, dann entspannte 30 fahren. Also das ist schon so spannend, wenn du da so dicht an die Autos ranfährst. Und das habe ich eigentlich nicht so gern an der Prüfung. Ich prüfe auch nicht und deswegen lieber langsam und zur Not stehen bleiben. Auf keinen Fall einfach so ganz dicht glückmäßig am Auto vorbeifahren. Der letzte Prüfer, so als Hinweis, ja, jetzt hättest du doch fahren können. Also, ja, du darfst nicht immer, eng. Ja, aber das hätte noch locker gereicht. Du darfst nicht immer praktisch, wenn ich irgendwas sage, dann gleich so, oh, und ich muss jetzt immer gleich stehen bleiben oder so, sondern das hätte ja noch locker um den rum gereicht. Und das ist okay. Natürlich auch gut, wenn du dir das jetzt nicht zugetraut hast und so, dann ist es natürlich besser, du hältst lieber an, wie wenn du versuchst, da irgendwie auf Risiko was zu machen. Also der letzte Prüfer hat einfach ganz locker zu den Fahrschülern gefragt, sie wissen schon, was so ein Mercedes Außenspiegel kostet. Und das war natürlich der versteckte kleine Hinweis, dass er immer viel zu dicht an den Autos vorbeigefahren ist. Der braucht nichts sagen, der kann dich theoretisch auch durchfallen lassen wegnehmen. Deswegen, es ist ja einfach. Du musst einfach aufpassen. Das ist das Problem, dass je länger man fährt, desto wagemutiger wird man. Genau, jetzt musst du fahren. Ihr dürft also nicht beide zögern. Das ist jetzt nicht. Und wenn du merkst, er tut langsam, er lässt sich durch, dann musst du fahren. Wenn du dann auch anfängst zu zögern, dann
dann stehen dann beide da und keiner getraut sich mehr zu fahren. Das heißt, es gibt ja dieses schöne Wort deutlich fahren. Also einfach, wenn du jemanden durchfahren lassen willst, deutlich langsamer werden. Und hier guck einfach auch weiterfahren, nicht langsam tun, einfach weiter. Wir sehen ja genug. Und du hättest jetzt auch wieder noch als Krönung den kleinen Schuss Sahne auf diese Aktion, wäre natürlich der Blinker gewesen, den du angetippt hättest. Das wäre dann unwiderstehlich gewesen. Da wäre der Prüfer in Szenenapplaus ausgebrochen. Gibt es ganz selten, dass der Prüfer in einer Prüfung praktisch in Szenenapplaus ausbricht. Da sitzt er da wirklich hinten und quatscht dann. Nein, na Quatsch. Ja, ich dachte gerade. Der macht dann hinten eine Welle, so von yeah. Wenn du dann bestanden hast, überschüttert er dich mit so einem Weizenbier. Ja, so eine Bierdusche. Aha, du darfst dann nicht mehr fahren. Ja. Oder der Fahrschüler mal, nee, der Trainer kriegt das ja normalerweise ab. Oh, und das wäre ja ich, ne, das wäre blöd. So aus dem Kofferraum so eine Weizenbier holen. Kopf leer. So, in 4 Minuten müssen wir am Bahnhof sein. Lass dir mal was einfallen. Ja, das Problem ist, ich kann nicht mehr fahren. Wir könnten die Abkürzung, die Busabkürzung nehmen. Ja, oh ja, genau. Einfach da durch, so eine Warnblinkanlage. Ja, einfach durch. Wir nehmen Sonderrecht in Anspruch. Ja, das würde ich ehrlich gesagt ganz gerne mal machen. Einfach ein Blaulicht oben drauf. Ist ja echt komisch, wenn man. Wir können diese Dings, diese Bikeballs rot blinken lassen und dann einfach. Und so raus. Ja, genau. So, wir fahren dann da vorne links weiter. Das wird nicht reichen. Das habe ich mir etwas gedacht. Also, dass nicht reichen wird und dass wir links weiter. Boah, das Schuhgeschäft gibt es ja auch nicht mehr. Da drüben. Sommer, drüben war der Hartenstorben. Kann man jetzt schnell ein Geschäft reinmachen. Wer eine Idee hat, hier in Tübingen können wir ein Geschäft mieten. So, und hier wird natürlich auch nichts oder würde nichts gesagt werden an der Prüfung. Boah, Folge, ich finde es so gefährlich hier mit diesem blöden Fahrradstreifen, der hier links vorbeigeht. Das heißt, du musst hier unbedingt gucken. Blinker links, guck mal. Du musst aufpassen, dass da nicht einer versucht, links an dir vorbeizufahren. Vorbei zu pushen. Und Blinker, 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 stopp. Die Radfahrerin musst du lassen. Jetzt kannst du mal rüber und dann musst du den halt auch lassen. Aber fahr mal langsam rüber, dann guckst du richtig und dann einfach drüber rollen lassen und gehst zurück in den Bereich. Manchmal muss man sich überlegen, ob solche Verkehrsregelungen wirklich Sinn machen. Ja. Ja. Das ist einfach auch gefährlich. Jetzt schön weit ist, darfst du ja 20 fahren und da sehen wir dann rechts, wie toll das ist, wenn man praktisch, ich weiß nicht warum die jetzt hier laufen. Ja. Großer Räumungsverkauf. 20% auf was? Auf nicht reduzierte Artikel. Das ist ja ein Oxymoron. Nicht reduzierte. 20% auf nicht. Das ist ein Oxymoron. Weiß ich nicht, was soll das sein? Das ist, wenn sich ineinander widerspricht. 20% ist ja reduziert. Also sozusagen kriegst du nur 20%, wenn es nicht reduziert ist und damit ist es ja dann reduziert. Sprich. Dankeschön.
Tja, was soll man machen, meine Damen und Herren? Die laufen halt bei Rot drüber. Man könnte jetzt natürlich aus dem Fenster rausschreien oder man könnte hupen, aber im Endeffekt bringt es auch nichts. Das heißt, man nimmt sich einen Stressball und quetscht den zusammen. Zur Not auch die Bike Balls. Stimmt, dafür kann man sie auch benutzen. Ja, genau. So ein Stressding. Oder man kann es ja, auch schmeißen nach den Bikeboards schmeißen. Wenn ich ehrlich gesagt sogar verstehen kann, dann würde ich es nicht machen. So, oh Scheiße, wir haben 17 Uhr. Wir sollten eigentlich jetzt am Bahnhof stehen. Und hier sogar 17.02 Uhr schon. Das heißt, ich sollte auch schon mal anfangen, hier die Dings zu. Witzigerweise heißt der Fahrschüler, der gerade fährt, Lukas S. Ist aber nicht der Lukas S., sondern ist ein anderer Lukas S. Nicht der berühmte. Genau, nicht der berühmte Lukas S., sondern das ist der normale, der normal one. Der ganz unbedeutende. Und wer ist der normal one? Wer hat von sich gesagt, er sei der normal one? Klopp bei seiner Eingangsrede in Liverpool. Jetzt geht der Quiz gleich weiter, während du hier nach den Bussen guckst und so. Wer ist dann der special one? Was witzig, das ist ja der. Hier sehen wir jetzt wieder die Fahrradfahrer über die Ding auf die Straße, das finden wir auch gut. Ja, weißt du jetzt, wer das Special One ist? Mourinho! Der ehemalige Trainer von Chelsea, jetzt der Trainer von Real Madrid. Ja genau, vom FC Bayern München. Auch nein, Quatsch. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich bei ich eigentlich witzigerweise auch nicht. Ich weiß gar nicht, woher ich das alles weiß. Ja, dann aber gleich. Und wohin? Einfach vor dem BMW. Hier schön langsam, also im ersten Gang. Und dann sich so ein bisschen rübertasten und dann einfach hier ganz lässig an. Also schön nach rechts sitzen. Da warten wir vielleicht, die fahren ja gerade weg. Und dann können wir da noch ein bisschen vor. Ich muss ja dieses Weit noch in Gang bringen, dann kannst du schon mal hier dein Lukas S hinschreiben. Steigt sie wieder aus. Der Punkt, bei dem wir nicht funktionieren. Na, das ist der Motor schon. Sowieso schon aus. Aber ja, gehen wir noch ein Stück. Okay, und ja, alles klar.